So, aber jetzt wird spannend. Jetzt kommt ein Bandscheibentraining. Das wird das nächste Video. Eure Bandscheiben, wo sind die? Stellt euch vor, eure Wirbelsäule hat ganz viele. Von der Halswirbelsäule abwärts, die werden immer größer. Die Lendenwirbelsäule hat die größten Wirbelkörper. Ja? Und zwischen diesen Wirbelkörpern drinnen, wenn jetzt meine zwei Hände, meine zwei Fäuste, die Wirbelkörper sind, zwischendrin liegen die Bandscheiben. Und diese Bandscheiben, die brauchen Bewegung, die brauchen genauso Bewegung, die wollen gedrückt werden, wie ein Schwamm. Ja, ihr wisst, wenn man einen Schwamm ausdrückt, dann kann wieder frische Flüssigkeit rein und das brauchen auch unsere Bandscheiben. Das heißt, die wollen vorne und hinten gedrückt werden, die wollen seitlich gedrückt werden und die brauchen genauso auch vollflächig überall diese Rotation. Und genau das machen wir jetzt auch. Ja? Und das machen wir jetzt im Stehen. Ich stelle mich hüftbreit hin, ich versuche meine Fußsohlen zu verteilen, auf den großen, auf den kleinen Zehen, Ballen auf die Fersen. Die Beine sind entspannt, das heißt, die Knie sind nicht ganz durchgestreckt, die sind ganz leicht gebeugt. Ich versuche, mein Becken einmal neutral zu lassen, nicht extrem ins Hohlkreuz zu ziehen. Ich muss es auch nicht mit Spannung nach vorne drücken. Ich bin da ganz entspannt in der Mitte drinnen, aber ich drücke meine Nabel zur Wirbelsäule, das mache ich immer. Und ich versuche, mich über die Halswirbelsäule, diese Verlängerung, diesen Punkt da oben, mich in die Länge zu ziehen. So, und ich nehme meine Arme mal mit nach oben. Ich ziehe sie nach oben, meine Handflächen schauen sich an. Ich ziehe mich einmal in die Länge, versuche weit nach hinten zu kommen, drücke den Nabel rein und jetzt mache ich etwas. Jetzt spanne ich mein Gesäß an und drücke ein bisschen die Hüfte nach vorne. Mit ganz viel Spannung drücke ich meine Leiste nach vorne, drücke den Nabel zu mir rein. Der geht mit mir nach hinten und ich ziehe mich in die Länge. Und ich lasse wieder locker. Und meine Arme gehen nach vorne. Mein Kinn geht zum Brustbein. Meine Arme sind ganz locker, die sind entspannt. Und ich lasse mich nach unten rollen, genauso Wirbel für Wirbel nach unten rollen, soweit es euch möglich ist. Es macht nichts, wenn ihr da in der Mitte seid. Nicht anfangen zum Reißen. Lasst es euch hängen. Das Wichtigste ist, ausatmen. Ausatmen. Und mit jedem Ausatmen komme ich dem Boden einen Millimeter näher. Das macht gar nichts, wo ihr seid, sondern ob ihr es regelmäßig macht, das ist das Wichtigste für euch. Und ich rolle mich schon wieder, Wirbel für Wirbel hoch. Ich nehme meine Arme wieder mit nach oben. Das machen wir jetzt noch einmal ein bisschen mehr als vorher. Ich spanne mein Gesäß an. Ich drücke meine Leiste nach vorne. Ich nehme meinen Nabel mit nach hinten. Ziehe meine Arme in die Länge. Und so wie ihr euch wohlfühlt, so weit zieht ihr euch in die Länge und drückt die Hüfte nach vorne. Jetzt bleibe ich oben. Weil jetzt neige ich mich zur Seite. Ich neige mich zur Seite, nehme meine Arme mit, soweit es geht zur Seite, mache es das erste Mal wenig, reinspüren, was passiert da, wie fühle ich mich, wo zieht es, es darf auf keinen Fall irgendwo wehtun, immer in einem Bereich bleiben, wo ich sage, ah, das tut gut, ich ziehe mich in die Länge. Und von der Länge gehen wir genauso wieder runter, das Kinn zum Brustbein, ihr lasst sie wieder nach unten rollen und nach unten rollen. Ihr dürft seitlich euch zum Bein ziehen, ausprobieren, wie weit komme ich, kann ich mich anhalten, darf ich mich ein bisschen herziehen, zieht euch nach unten und ausatmen. Nabel reindrücken, wieder hochrollen und einmal gehen wir noch nach oben, einmal noch ein bisschen mehr den Nabel reingedrückt. Das Becken nach vorne zu schieben, den Gesäß anzuspannen. Gesäßmuskel ganz groß, der Gegenspieler von Hüftbeuger, der streckt die Hüfte und das braucht man für die Lendenwirbelsäule. Ich mache mich lang, ich gehe wieder zur Seite. Wenn ihr die Seitneigung ein bisschen verstärken wollt, dann stellt einfach ein Bein nach hinten. Ich stelle das rechte Bein nach hinten, ich schaue, dass ich gut stehe und beuge mich nach links. Und die Dehnung seitlich, die wird noch mehr. Und das kann ich auf der anderen Seite auch machen. Ich ziehe mich zur Seite und atme aus. Gehe wieder in die Länge. Und ihr wisst, jetzt brauchen wir noch eine Rotation. Ich nehme die Arme zur Seite, so weit wie möglich. Drehe mich nach hinten, genauso fließend, in die Rotation. Ausatmen. Die Arme ganz entspannt, ganz locker. Versucht das Becken eher vorne zu lassen, dagegen zu drücken und Teile aufwärts zu drehen, wegzuschieben, den Arm nach hinten zum Schieben. Der erste Arm, der zieht,
schaut nach oben, die Handfläche schaut nach oben, der Daumen wandert zuerst nach hinten. Und ihr dürft noch einmal einatmen und ausatmen und eure Bandscheiben haben mitgeturnt. Dankeschön. So, jetzt starten wir mit einer Übung, die deckt sogar die Kraft ab, die Dehnung und die Koordination. Also ganz viel Beweglichkeit für den ganzen Körper und wir brauchen dazu nur zwei Positionen. Die erste Position ist wieder die Bankstellung. Ihr wisst schon, Handflächen unter der Schulter, Fingerspitzen, Gewicht verteilen. Gesäß in die Länge, Schultern weg von den Ohren. Das Wichtigste, Nabel reindrücken und Zug in die Länge. Und jetzt stellt euch vor, euer Rumpf ist eine Box. Alles, was zwischen Schulter und Hüfte ist, das ist eure Box. Und diese Box lassen wir stabil. Ja? Wenn wir jetzt einen Arm nach vorne in die Länge ziehen, dreht der Daumen nach oben, der Arm zieht mit dem Ausatmen lang raus aus der Schulter. Der Arm wird immer länger, ihr drückt den Nabel rein und zieht lang nach vorne. Stellt euch vor, über die Fingerspitzen, die Handfläche, das Handgelenk, der Ellenbogen. Aus der Schulter wird der ganze Arm rausgezogen in die Länge. Einmal noch zur anderen Seite und Zug in die Länge. Dasselbe machen wir jetzt auch mit den Beinen. Ein Bein zieht nach hinten in die Länge. Und ihr wisst, unsere Box, die bleibt stabil. Das Becken kippt jetzt nicht, das Bein will nicht irgendwo da oben. Das will nach hinten raus in die Verlängerung, raus aus der Hüfte. Und genauso langsam kommt das Bein wieder zurück unter die Hüfte, das Knie hinstellen und wechseln zur anderen Seite. Zug in die Länge, Nabel reindrücken. Wegziehen. Stellt euch vor, ich stehe hinter euch, nehme euer Bein und ziehe es lang aus der Hüfte raus in die Verlängerung. Und noch einmal wechseln zur anderen Seite. Und beim nächsten Mal nehmen wir schon einen Arm und ein Bein und das machen wir diagonal. Das heißt, wir nehmen ein linkes Bein, einen rechten Arm und ziehen in die Länge. Und denkt an euren Rumpf. Der bleibt stabil, der Nabel drückt ganz fest rein zur Wirbelsäule und ihr zieht euch diagonal in die Länge. Das Wichtigste dabei ist, ihr drückt ganz fest den Nabel rein zur Wirbelsäule. Der Rumpf bleibt stabil und ihr macht es ganz fließend. Und das Schwierigste ist, noch langsamer zu werden. Stellt euch vor, ihr macht so 6 Sekunden. 6 Sekunden braucht ihr, bis ihr in der Länge seid. Und genauso langsam braucht ihr, bis ihr wieder zurück in der Ausgangsposition seid. Also, 6 Sekunden. In die Länge ziehen, weit raus, lang machen, Nabel reindrücken. Und genauso langsam wieder zurückkommen. Gut, jetzt drehen wir uns um. Jetzt gehen wir in die Rückenlage. Ihr werdet es gleich merken, das schaut fast gleich aus wie vorher, nur umgekehrt. Weil wir unsere Beine in eine Chair-Position geben. Ihr versucht jetzt den unteren Rücken Richtung Matte zu drücken. Ja? Nicht ins Hohlkreuz zu ziehen, sondern euer Becken so gut wie möglich neutral zu lassen. Und ganz sicher seid ihr, wenn ihr den unteren Rücken auf Mattennähe spürt. Die Knie sind ober der Hüfte, das Schienbein parallel zum Boden und die Arme ziehen nach oben. Jetzt schaut es fast aus wie die Bankstellung nur umgekehrt. Und wir machen die gleiche Übung. Und das ist jetzt gar nicht so leicht. Wir drücken den Nabel ganz fest rein und ziehen auch wieder diagonal in die Länge. Genauso langsam. Die Ferse geht zum Boden, das Bein zieht raus, der Arm geht lang nach hinten mit dem Daumen Richtung Boden und wir ziehen raus, drücken den Nabel rein und Der schwierigste Part ist die Länge und das Zurückkommen in die Ausgangsposition. Und da brauchen wir ganz viel Spannung in der Körpermitte. Da drückt man den ganzen Nabel drückt man ganz fest rein zur Wirbelsäule und atmen aus. Und das macht ihr so oft und so lang, wie es euch erstens Freude macht. Und das Wichtigste ist, der untere Rücken in Bodennähe bleibt. Ja? So, und aus dieser Position gehen wir zur Seite. Die Arme legen wir seitlich hin, aus der Bankstellung,
wandern die Beine ca. 45 Grad nach links oder nach rechts. Und wir wandern zur anderen Seite. Und ihr seht schon, ich drehe meinen Kopf wieder weg. Wenn die Knie links sind, schaut der Kopf rechts zur Handfläche. Wenn die Beine rechts sind, schaut der Kopf links zur Handfläche. Und genauso fließend wechseln die Beine von rechts nach links. Und aufs Atmen nicht vergessen. Zur Mitte einatmen, zur Seite ausatmen. Zur Mitte einatmen, zur Seite ausatmen. Wenn ihr schon früher eine Pause braucht, Beine hinstellen, einmal tief ein- und ausatmen. Und dann schafft man noch eine Runde. Zum Aufstehen über die Seite und die drei Übungen sind geschafft.